Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 28. August 2019 nach westlichen Astrologie. Sonne befindet sich im Jungfrau und Mond noch im Löwe. Mond nähert sich zum Sonne, es nähert sich zum Neumond. Heute bilden sich die beiden Lichter, Sonne und Mond, ein Halbsextil. Und das ist eine gegenseitige Unterstützung und Harmonie. Und diese Harmonie, das verspüren wir im heutigen Tag. Mond im Löwe und Mars im Jungfrau, wieder ein Halbsextil-Verbindung. Und das zeigt unserem Kraft. Die Kraft, etwas Neues starten. Mond im Löwe und Venus im Jungfrau bilden sich auch ein Halbsextil und das ist eine schöne Liebesenergie. Gleichzeitig auch Heilung, weil Mond hat ein Trigon zum Chiron und das ist eine Heilenergie. Also man kann sagen, heute ist harmonisch, wir haben die Kraft, etwas Neues starten, wir haben auch diese Heilenergie und Liebesenergie. Jupiter im Schütze und Saturn im Steinbock bilden sich auch ein Halbsextil und das bedeutet, in eine rechtliche Lage kommt Ordnung. Oder wenn wir Ungerechtigkeiten erlebt haben, können wir das leichter ordnen. Aber Mond bildet sich ein Quadrat zum Uranus. Eine unangenehme Überraschung nähert sich auch. Mond im Löwe, Uranus im Stier. Dazu noch ein Quadrat zwischen Jupiter und Neptun. Jupiter im Schütze, Neptun in Tierkreiszeichen Fischen. Und das heißt, es kommt eine unangenehme Überraschung. Jemand, der versucht, uns aus der Reserve locken. Durch Lügen, Intrigen oder sogar Betrug. Wir sollen das einfach ignorieren, aber vorsichtig sein. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.